Sechs Personen wurden bei einem Unfall mit einem Notarzteinsatzfahrzeug in Göttingen zum Teil schwer verletzt. Der Wagen war auf einer Alarmfahrt zu einem Einsatz, als es auf einer Kreuzung zu einer Kollision mit einem anderen Auto kam. Feuerwehr und Rettungsdienst leisteten erste Hilfe und befreiten die Insassen nach dem Unfall. Das dauerte insgesamt 30 Minuten. Warum es zu der Kollision mit dem Notarzteinsatzfahrzeug kam, ist bislang noch nicht klar. Die Untersuchungen der Polizei dauern an.